Bei den Löwen wird hart trainiert, denn am Sonntag spielt endlich mal wieder eine erste Löwenmannschaft in einem Pflichtspiel gegen den FC Bayern. Aber da geht es halt nur gegen eine U23 des Rekordmeisters. Statt in der Bundesliga treffen die beiden Mannschaften in der Regionalliga aufeinander. Nach der 2:3-Niederlage am vergangenen Wochenende müssen die Löwen noch mal eine Schippe drauflegen. Wir haben uns deswegen bei den Fans umgehört. Ja, sie hatten ja sehr Verletzungspech in den letzten Wochen, halt eben durch, dass sich der Mauersberger und der KK auch noch verletzt haben. Und ich denke mal, wenn die zwei Säulen wieder zurückkommen bis zum Derby, dann könnte man schon wieder, sage ich mal, von positivem Ergebnis dann ausgehen. Ja, die Mannschaft, soweit kann mir eigentlich wenig Vorwürfe machen. Ich meine, jetzt Augsburg lief nicht so gut. Es sind auch viele kurzfristig ausgefallen. Ist die Frage, wer jetzt von denen vielleicht wieder dabei ist am Sonntag. Aber sonst, glaube ich, von der Mannschaft her passt soweit. Also ich glaube, die Defensive natürlich wieder stabiler stehen. Drei Gegentore sind zu viel, auch gegen Augsburg 2. Und hinten wieder besser stehen und nach vorne einfach, wie am Saisonanfang, effektiv bleiben. Und dann klappt es auch gegen Bayern 2. Ja, also vor allem müssen die Verletzten heute, halt die vier, beziehungsweise der Kager und der Mauersberger, müssen heute halt wieder spielen. Da war schon ein bisschen mehr Sicherheit drin. Ne? Aber ansonsten, ich meine, man kann ja in Augsburg keinen Vorwurf machen. Die haben ja wirklich alles gegeben, wenn es halt nicht geht. Gestern hinten waren sie halt schwach. Ne? Und das muss halt hinten ein bisschen stabiler werden. Es bleiben gemischte Gefühle vor dem Derby gegen die Zweiten vom FC Bayern und die Hoffnung, dass die Ultras diesmal sportlich sind und sich an das Pyro-Verbot halten. Denn durch den Pyro-Ärger beim vergangenen Spiel gegen Augsburg ist das Verhältnis zum Bayerischen Fußballverband angeknackst.